Wenn der letzte Völke und die der letzte Einheide ganz in der Lei wird das eine menschliche, ideelle Einheit oder wird das Völke sein und kulturelle Einheit, wenn da verschwinden würden, dann wird die Frau langweilig und unmenschlich werden. Denn die Frau ist ja bloß interessant, dass sie so variiert ist. Und dem sind wir auch in die legitim und die große Frau. Wie hier mal zu das Musikbild. Was hat das bestimmt, was hier das bestimmt oder das abwöhnen das mit Fleisch? Ich nahm eine Glückwürdigkeit, einfach Glückwürdigkeit oder in die Spreche. Also ich beneide die Führer und andere mal wirklich darum, ich kenne junge Leute von da, die sprechen das, als würden sie eben, als würden die jungen Leute hier Plattdeutsch reden oder Hochdeutsch reden. Mhm. Und darum beneide ich sie wirklich. Wir können einmal Fraschlen sehen, der findet einmal der Frasch snorkt wird. Ich stuhl nur mehr in Hef, und der Hef ist langsam Kulturland wessen. Und vor 400 Jahren Christi, da kam der Jesfriesen hier hin, in Leffertür. Trin am 800 Jahren Christi, kam Neisker, und ja, wo ja am Fasslern hin seht, in Leffertür. Und wir hoch langsam, merk Ulla, ex Lackekör, auch das Foskalich Stammwehr. Leder hin, der ist der Chile, Friesland, oder Güllerfehlen durch Stormflören. Und das sind der Eilandsbürger von Jams Hallaufessen und der Fastlandsfriesen von Jams Hallaufessen. Da habe ich jeden in Kontakt mit Güller. Lederhen, in der Jess Wahlskrieg, da wo wir jeden Stil hat, politisch wo wir Stil hat. Die Jen meint, das wären Dänskfries, die Güller meint, das wären Dutzkfries. Ja, wir sind ja Friesen, wir sind in Dänen und auch die Dutzken. Das gäbe es um Bedarche. Hier einfach mal frisch und chill. Da Bjarne mal auch all mal hier bei uns und hier haben auch eine Masse Spaß dabei. Und ich habe mir auch möchte da dein zu gut, als ich das Köder zu machen. Aber mir ist abfehlen, dass die Eftamari oder so, das wusste doch, als du erst, was ich mir das vorstellt habe, dass ja das Gau noch liert habe. Dann lass mir ihn fehlen. Es wusste vielleicht ganz gut, wenn ich da mein Schnitt, was hier bei uns ein Torb. Noch Korn und noch Flaschkorn hier in ein Schöllhof, dass ja beide Latibiane satte, Maja zu Hupe, was hier, und der Latibiane bei Flaschlieren hilfe. Was das dort? Dann ist ein Spruchbogen. Ja. Ein Spruchbogen, oder? Das ist ein Waschloch. Kottlaube. Entweder hast du dir zudeckt, mein Bauerbeet. Was passiert denn, wenn Sie jetzt aus der Schule rauskommen und Sie treffen von den Kindern welche? Wie geht das denn mit der Sprache außerhalb der Schule? Denn fast zeige wir, mal der Bjarne Flaschtisch. Ja, das brauche ich. Mhm. Ja. Und auch wenn es auch Hochtisch auch wurde, wie bleibe bald frisch. Ich meine, klar. Hat irgendwie sind am Fuß schön, das ist ganz klar. Ja. Aber wir versägen mal jetzt mit dem Bjarne. Ist das denn auch eine Überwindung außerhalb von der Schule?
Dann haben sie sich vorgestellt, du hörst, was bei ja gar nicht frisch noch. Und das ist nicht frisch, das haben wir ja bloß mal ausgehoben. Und dann ist das für so Piano, dann wird es Ihr wusstet ganz selbstverständlich, dass frisch schnorkelt war, jedenfalls auch eine meiste Familie. Und dann hat es ab Edige immer ein bisschen mehr aufgebröckelt. Und zu Anfang hat er das gut auch erlebt, Hörschlamm, das war das kam nur erst zum Bewusstsein. Das wird nur ein bisschen mehr fördert, wenn das von 20 dort hier, das hat ein ganzes Bär gemacht. Was die Fläche spreche, auch ein feiner noch. Nein. Wenn er noch, der Fläche noch, alle Binge. Ja. Aber das war zu dick. Denn dann schauen wir, dann fangen wir euren Schnauben gut zu. Und Jasmin, weißt du noch was? Was fragt ihr noch was? Das ist eine Kaffeemaschine. Ja. Ja. Ich finde, gewesen hat zu Tanja und zu Jessica, wo du zukommst, als es eben ganz klar so, wenn wir mit Ei schaffen, da möchten wir zu übel sein, als was ich. Und da wird nur noch frisch Kohne. Wenn wir mit Ei schaffen, da Biane, richtig so wird zu bringen, dass ja frisch snorken kann. Das ist ja ein Deal von uns Kultur. Und zwar auch die wichtigste Inlig. Wir können einmal frisch lernen, wenn es einmal der frisch snorkt wird. Und die Wittlung, Chef, der vier Horizonte, da prägen die Mannschaft. Wie hier wird das Uhr, ja, Römhard Clark Himming. Und mal das Römhard, und der Mine wird das wie Platz heben vor der Wahl. Und die Clark Himming, das ein klar Hut hat, ein eben Hut hat. Aber wir meinen auch wirklich, was mit dieser Himming. Wir können nicht so ein Gedör um. Eins, das ist was vertelt worden. Was so ein mein Latbianes Ziel heringingen as, dort erwähnt die wirklich in Leitkräfte blond wird. Der Teil vom Jahrsten durch hier, der Teil frisch vertilt werden können. Aus habe ich es natürlich hier. Und ich fange an, natürlich zu lesen. Und als ich dann bei Grotte werde, dann mag ich ja all das, was das hat und was die Fantasie beschäftigt. Das kommt von Tisch. Und dann fange ich an, und verachtet das Frasch und tut, ach, was konnte ich das Frasch bieten in den Laden, wenn du wie die Grotte was den Böcke, man böcke zu dauern, hieß, wenn du studieren wird, wenn du den Brahl wird. Frasch, das muss bloß ihn latsch teile, was dabei für ihn werden lässt. Und was auch will. Und ich muss noch so latt und so dumm, dass ich eins hinkönne, dass ich einen Frasch lönn lave, denn was auch niemand mit vertilt hat, dass der Fraschlein von Frasche, von meinen Vorvätern, von jungen Vorvätern, morgen wird. Und was die Sprecke was. Die Sprecke wird auch, wird auch hoch, ein Wjadit, der wird ein Insen, das nommt, und Schall, ja, das Intuch und der Portuch, werden da entnommen. Und als ich wieder für die Paulenschall komme, beim Hugenschall, dann werde ich bloß sagen, wie viele von euch, Intuch und ihr, sprechen Friesisch. Und dann werden ein paar kummerliche Fänger, die dann am Huch kamen durch. Sieh, es wird so ist es ein Dütz wegen. Und dann, ja, dann dachte ich, das hinten an Wert, so gau was möglich, man, ein ganzer Kram rektokieren. Bitte ich dann zu Wasen füngen, der Böcke. Das ist eine frische Story, Jeff. Das wie ein Vorteil, das ist so voll zu vertellen, Jeff. Und Lönn ins Dien aus, als auch was ist Vorfeder. Was ist Vorfeder belaufen hebe? Ein Ötrochtet hebe, ein Mauget hebe, ein Hüt differenziert, unlick auf der unlicke Porte, die frische Story wehen muss. Das war erst ein Grottböck, was eben schleuen wurde vor der Bjerne. Und dann fand ich ja ein was mal art Schöll, ein verachtet, und das ging mir ein Schöllmeister. Und betrachtet ihn endlich als ein Legen. Auch ein Zwegen können legen wesen. Dann fällt ich mich hinbedient von Tschöll. Und was von Sprecke hat Maus erzählt? Ja, da fängt er. Glöcke, Björn, ja. Sven? Englisch. Ein Hot? Hier.
Nee, hier ist reich. Herr. Und hast du was zurück, ja? Nee. Aber das ist ja? Mal üb, oder? Nee. Ah, Frasch hat er zählt in sie. Herr. In Englisch hat er Herr. Hast du verstehen? Nein. Und dann hat er auch Donsch, das ist das halt. Ja, nee. Was? Die hier sagt, was hört ihr der? Gelbe Haar. Ja, ich habe. Langt Haar, kort Haar, schmuckt Haar, Haar. Und auf Deutsch heißt es denn? Haar. Und da schreibt es ja ein bisschen anders. Oh. Und die können Sie, ne? Hier ist ein Lederteich. Hier ist ein Lederteich. Hün, frisch, in der anderen Brücke hat drin. Gut. Madonsch, hier wir uns Nebenschaft hätten. Friese? Friese war Amroma so zu sehen. Ja. Was ist da denn der Unterschied? Friese, also ich sehe den Unterschied so. Friese, man muss die Sprache ein bisschen können. Also was heißt ein bisschen, muss sie beherrschen. Man muss vielleicht von Friesen, also seine Eltern müssen Amroma sein, Einheimische. Und sonst weiß ich nicht. Was weißt du sonst über Friesen? Eigentlich nicht viel, ne? Ich weiß nichts über Friesen. Das sehe ich mich eigentlich auch nicht viel. Weißt du was über was speziell Friesisches? Ja. Du was sagen? Na klar, die Trachten, die Sprache. Und Ich merke mit uns ein Stück euer Schlimme, da die Historie einfach geht. Ja. Für ein Instrument. Pass auf. Zwei frische Tücher nicht der Raum. Ein Pfiff, ein Ucken, Mond. Die Weih, ihr Hane, die wusst zwar. Doch kommen ein, dort lucklig Haar. Die Idee ist schon, dass. Also rauszutragen, ne? Leute dafür zu begeistern, ne? So wie er sagt, dass man eben Theater nicht nur auf Plattdeutsch machen kann, sondern eben auch auf Friesisch, ne? Denke ich. Und das ist ja wirklich. Vorher hat es das ja gar nicht gegeben, so. Leiche! Verzeih mir! Hu hast du dir schon gewusst? In die Regal! Was drist die Jammer inwoge? Schon mehr Nährung! Itzan! Mein gottliche Kaiser, jetzt sind da diese Frasche. Oh! Wir haben gesagt, wie wenn ein Bigger Braun morgen wir all der die heroische Heinis trennen am Ilstande und man sentimentale Ugne eure frasche Sorge referieren und erflogge, weihe und so. Es sind von Sorge, wusst ganz einfach hinfasst, dass der Bige, das soll enthornt worden, das soll aufgebrannt worden, das soll eine Gelegenheit werden, die man manchmal nicht im Sommer am Wett. Und bei ihr Gelegenheit waren wir dann auch ganz hinforst, was Theater spalen, und was Witzi-Theater, den man auch was zu lagen hat. Und dann wird ich eine Gelegenheit hier einen Teekunst zu trinken und was zu dunsen. Manche! Wenn ich mir dort vorstall, ha, mit Öl. Hast du das gehört, Sir? Fein. Musst du fein? Ja, mit Öl ein Theater. Ich komme nicht von Ihnen vor. Jange Beste.
bei östlichen Jahrsnamen. Und davor haben wir auch gar nichts Hebel von Jan. Was, wer könnte davor der Boden bleiben? Hast dort einen Vorschlag? Bei mir. Beiste? Ja? Man schaut auf Rügen, ich schlägt mein Beiste in die Jahrsnamen von mir. Oh. Weil ich was auch der Friesen vertelske, was positiv ist, extra lecht. Vor Jassens am Becken einbodig. Und der Herr hat vorher vertellt, dass er nie einen Herrn Auerjam wo will und auch nie einen Diensten Önerjam. Und der bedeutet, dass er nie einen Gemeinschaft her, mehr ja Neibers. Alle die Menschen, was hier wirklich was zu sehen, der hier wenn am liebsten. Der hat noch ein ganz, aber der fühlt das nachher noch. Der kam ja alle Kiel. Dann kamen die Menschen der von Kiel heran, die Boxen abkrempelt und der Lupens, der so leid Priel wird wirklich, und ein ganz abwesenden Blick, und kam ihm ganz anders vor. Und wenn sie das Land kamen, dann sieht es so, dass der Sparweg, das werden wir huchule, das werden wir reden, das werden wir ändern. Das hinter der Menschen, was hier bauen, nehmen, da hinter die Kunde auch noch von. Das werden wir alles regeln. Und das ist die Punkt, was wir euch verstanden haben. Wir werden da immer ganz aufstritten, dass der Aure auch recht rocht hin. Das hätte ja ein Mensch, startet fast, wenn er alle wird. Hier da immer alles richtig macht. Aber just, dass der Erhabene, also, ja, was wir jemals schon von. Wir haben ja alle Jungen hier gelaufen und mit der Dicke und hört das auch, wenn es unseren Opa, unseren Uropa, unseren Täter. Und ich sehe ihm auch, wir haben all die Arbeit bei der Dicke hier. Und alles, was hier entstehen ist, ist schon auch ein Deal von uns verdient. Ready? Hallo! Komm her! Finde ich ordentlich noch frisch, sagen die. Dann schmeckt man von vom Norden den Tisch aus unserem Amtsbrecken. Das ist bloß ein Brei von dem Rechtsanwalt oder von den Inkuppensein und so weiter. Der Doktorschein, da kommen die auch nicht frisch. Ja. Und zu den Jungen. Wir haben erst Tisch durchgeschnackt, der erste Jungen. Und dann einen vor der Kost, dann sind wir angefangen, den haben wir frisch nach. Und das ist dann wegen 11. Januar 1978. Die Zeit auf die Day in 11 Uhr 12 war so frisch nacht. Ja, das erste Uhr, das war dann Sonnheit in Jüdergrime. Da hätte ich als erstes Lied. Ja, und auch so das Honnehullen. Ja, da. Auch so Uhr, was wie. Der Föhle, der Föhle Uhr, da hat er dann das erste Lied. Ja, wo sie erst grüßen zu lacht. Der kommt ein Uhr mehr auf den Tisch. Man muss, man muss der ganz konsequent, also wenn ich was auf den Tisch sehe, so hätte ich das einfach stehen. Und wenn wir vielleicht Geld jotten Dege, so ging das dann online wieder. Und ja, wir haben was Spaß hat dabei und da war es aber auch schwer. Also ein schwer Tit doch, der mal durchkam. Aber da sie ihnen die Möglichkeit zu lernen. Bloß von Tuhieren und Lesen und Kurse machen, das bringt alles so voll, als wenn ich Stays home hätte, wäre ich das mal schnorgen können. Und da schaffe ich einfach durch. Ich schalte das Walle und auch Energie habe, das durchzuhüllen. Und das habe ich heute und ich bin verneidigt, die den Kunden. Und so dann habe ich dann auch gesagt, wir waren in Spanien auch frisch erzieht und die haben das nicht ganz gut gelockt. Und ich schnurr mal meine Online frisch und mal meine Karte auch. Und in die Bianetun schnurr ich Tisch und bei der Dance, bei der Dance. Und meine Oma und da schnack ich auch frisch. Das kannst du alles machen. Mhm. Kommst nicht durcheinander.
Nein. Danke, Papa. Passen da halt bitte her. Nee? Ei, bitte. Und Schlacke. Und ein paar Lugerlise, nicht? Ein Stück. Nur mal ab, nee? Du hältst was. Der hat ja auch ein Kultur es geben. Der Kultur wäre ja Eck ein Monat, hat wir Stern. Ja, wo alle Wegen was man haben. Und das, was Gor wäre, wo ja behöllen, das, was Lönn wäre, wo ja auch Buch smetten. Und da, wo ja das, was von alle Herren Lönn, top, von wo ja was eins, Mogat. Jo, hiele Inrochting, jo, Lebensort, et Hüß, und auch et Hüßing, en Gorter, das ist jen Guchtpacht, mit Lönns, was ja für jen ein Kulturtop wächto. Ich bin ja nicht aus dir, Frau Dansk. Außer der ist Kultur, den man kann sehen, Frau. Ich gehe das ein, der muss johren. Was liegt da in der Tracht drin, also wenn man die Tracht anzieht? Was bedeutet das? Ja, was, wenn man was in Fähring erzählt, das ist eine Tradition. Das wird wie ich, gell, für so viele Jungen, zick her. Sabrina, du Marti. Das ist nur. Wie kommst du dir vor, wenn du so in Tracht hingehst? So? Tja, wie kommt man sich vor? Ich bin ja irgendwie ganz, ganz normal irgendwie. Also Blut, na klar, der Önnerst ist, dass man in den Breck an einem Pullover oder was umhier. Also, ich meine, das ist all was Feines. Irgendwie, wenn man das umhier. Also Männer lassen nach, wie hier alt verringen, Tarabay. Also Lied, wo man kennt, also wo man auch all, also von Kind auf Un, alt verringen, snackert hier. Naja, und Lied, wo total jan Zahn auf so, snackert man an der Türe Kuchschießen in Nölle. Ja, möchten Sie, Ja, hallo Ella, hier ist ich. Ich wollte irgendwas frei, also wann ich mal mit dir verbinden kann. Also ich finde Fähring geht als Wocker. Also der Tier zieht irgendwie ganz anders um, wenn man mit den Jungen Fähring snackert, ist hochschießt, gell? Das finde ich auch ganz gut, also. Hör wir doch auch, wenn ich ins Jungen hör oder was, dass ihr auch mit Fähring abtanieren würde.
zieht die Leute denn zu den Halligen? Dass die Leute da völlig in der Walachei wohnen, 100 Jahre zurückleben noch, also wirklich abgeschnitten von der Welt, keine Ahnung haben. Wahrscheinlich erwarten sie wirklich, dass sie hier so die Leute noch in Friesentracht treffen, ihre Ditten auf der Warft stechen, um damit ihre Kamine zu feuern oder so. Die denken eben, das ist alles noch so ursprünglich und am liebsten hätten sie es, wenn wir hier noch mit Petroleumlampen sitzen würden und so. Also alles romantisch. Mhm. Hat mir neulich einer wirklich erzählt. Mhm. Fühlst du dich friesisch oder wie ist das? Ich fühle mich friesisch. Obwohl ein Teil, also wie das bei den meisten Familien hier ist oder bei vielen Familien hier ist, meine Mutter eben vom Festland kommt, sie kommt aus Detmold, also sogar noch sehr weit vom Festland, fühle ich mich doch friesisch. Weil es ist irgendwie was Besonderes, auf einer Hallig aufzuwachsen. Das ist wahrscheinlich noch was anderes, als wenn man am Festland in Nordfriesland in einem Dorf groß wird. Ist noch ein anderes Gefühl, glaube ich, wenn man auf einer Hallig so richtig so, wie es eben so schön heißt, Hallig-Hoge, Meer umschlungen. Weil Friesen verbinde ich immer mit Wasser, Nordsee und sowas, Seefahrt. Und deswegen fühle ich mich schon als Friese. Aber eigentlich bin ich hochdeutsch erzogen. Das war zu der Zeit wahrscheinlich in Mode, dass man, das glaube ich, auf vielen Inseln oder so. Deswegen wird auch so wenig Friesisch gesprochen. Was ist denn mit dir los? Bleib doch mal still stehen. Schnullen. Würdest du noch Friesisch lernen wollen? Oh, gerne. Ich würde das sehr, sehr, sehr gerne lernen, aber es ist auch schwer. Ganz schwer. Friesisch. Und ich finde das, also ich beneide die Führer und Amrumer wirklich darum. Ich kenne junge Leute von da. Die sprechen das, als würden sie eben, als würden die jungen Leute hier Plattdeutsch reden oder Hochdeutsch reden. Und darum beneide ich sie wirklich. Das ist doch was Besonderes. Zehn fand der Taudüsen Söring, Söring, der Zehn Islands Una, Zehn der Joa und Dai. Wir holt Trainer um 25.000 Menschen hier, der Zehn Sülter, man in Söring. Und der vor Söring, ja ohne Jür und der, man ja kommt knapp noch zu Hop, vor hat es ja ein Littmännertal. Und wenn er Jens der Junge an Spölle lädt, der holt ja mit Jensen, Dötzk, Öpsör, und in Söring, und holt eigentlich gerne der Söringsnacke, verbunden mit der Olan. Und trinkt um 100.000 Fremen seine Eilern. Ja, ihr wisst gar nicht, was ihr will. Ihr will doch was beläffen. Man soll auch was töten, um was zu beläffen. Kennt ihr nicht? Ihr lure da ob, dass ihr was passiert. Und nur im Augenblick passiert da was, nur sind der alte Mal hier drin um, ein Hase, ein Luck, ein Früchte jam. Sag doch mal, was ist Deutsch? Ist das nun ein nordfriesisches Blatt? Oder ist das Dänisch? Oder was ist das, was Sie gesprochen haben? Das ist die einzige nicht deutsche Sprache, die in Deutschland anerkannt ist. Friesisch. Ja. Ja. Die darf sogar im Bundestag angewendet werden. Ist schon passiert. Ja. Kein Mensch, wieso? Ich verstehe das. Wie kommen Sie mit den Friesen zurecht? Haben Sie schon Friesen getroffen hier? Nein, noch nicht so richtig. Aber das wird wohl noch kommen. Was wissen Sie über friesische Kultur? Ja, nicht allzu viel. Das muss man ein bisschen nachforschen von früher her. Ne? Und wie lange waren Sie schon hier? 2 Wochen bin ich jetzt hier. Und weshalb kommen Sie her? Wegen der Luft und das Klima und die Leute sind alle sehr nett. Denn ich mach Urlaub auf Sylt. Denn das Klima, Sylter Klima, ist für alle so gesund. Für die Mama und den Papa, für die Kinder und den Hund. Auch im Friesen ganz und nass, ob schon nackt mit deinem Bein, ob es regnet oder stürmt ohne Wehen. Sylt ist immer schön, Sylt ist immer schön. Wenn ihr in einem Hüst vor,
Jan auf Öller hier jill, die fährst im Sommerhöß hier, der oder zeigt ihn auch, ist wenn all Friesis Kuss ist. Vor das was, was ja uns prägt, wo ja gar mal Leffe kennen, und der hat ja auch das Gefühl, ja, was Öllers, ja, wo echt bloß das Kobas, ja, was eins. Und das ist ein Guchtag, warum wir so viel Fries verkobe kennen, auch weil der Fries ist. Ob das nur der Friesenerz ist, auf dem Friesenhöß, auf dem Friesenbüchel, auf dem Friesensockel, auf dem Friesendick. So, jetzt halt auf, Friesenstintjes, alles für den Nomen Friesk, wo bloß der Friesensön verkobe und Friesenbäder. Nummer 214. Ja. Der ist noch, der ist schon neben dem Korb, ne? Ja. Und dann 178 hier drüben. Das sind die einzigen. Könntest du dir vorstellen, dass du später von dem Tourismus leben musst? Wenn ich hier bleibe, ja. Wenn nicht, kann ja sein, dass woanders hingehe. Machten ja auch viele. So viele Arbeitsplätze gibt es ja auch nicht. Ich meine, außer beim Bäcker oder beim Friseur, was es hier gibt. Das sind ja nur ein paar Sachen. Guck mal, wenn das hervor ist, der Löhr auf Teneriffa in Hawaii, der ist ja alles als Gen, dass der ein Leute, die Diensten sind vor der Freemann, und der Söring Ort, dass der den Herrn Auerjam her und den Diensten Önerjam, das ist hinter nur in die Morden ging, meine ich dir verlesen. Und der ist ja getreten von. Wie wohl das Ömram uns Skrivern Wort an Lesen Wort. Hurra, wie festelt hat, das ganz verliebt, einmal Ömrang, auf einmal so gut Ömrang lesen können. Und das haben wir die Ökimmern, das wie an Blätmage wohl. An der Dovinöck, 8 Jahre, und nach Harafs begann wie, an unter was kommt das üt. An der Blät schaut so üt, die Kahel ist ein unter Hohn, der das so üt, Layout, wie die Geib Ömrang. Hurra, mag ich bocken üb Ömrang. Das leid dir un, dass grad Verlage Ömrang bocken ein Mage, aber je dir nur jill bitus hat, ist ja dem Fassine können. Der ja gorei voll Mensch kann Ömrang snake, dort 400, an Bocken und Zockablagen, ei Wirtschaft, dort zu regnen san. Heik sorgt, dass wir ganz gut, wenn am Bocken Tausbriacker gemagert, das hat schießt. An Ömrang. Die haben können auch Fremen, ja Bockenkuppe, ja können ja und lesen, an wann ja Sport ja und ha, können ja auch die Schießt an die Ömrang Text, man nur da verlicke. An üb det Ort wie lockerte Dach, dat auch Bocken üb Ömrang zur Tarn skrio. Ich meine, das ist ein Sprieg, was hier taudüsen Jura aran ist, was hier snackert wird. An ich meine Fresken haben Anspruch der übt, das hör Sprieg so gut achtet wird, so gut kennt wird, dass das unachte Situation und lebend brücken, tot manst hier und wird Fresklon. Das ist ein Leid vor, der Janne. Warte, du ei? Und könnte sie auch mal trecken. Hun konnte halt mal trecken. Dass ich mir mit Biane, dass es von mir klar war, dass ich mir mit Biane frisch nagen darf. Dann gebe ich mir meinen Mund bei dir hin, wie ich nage ihr Hof zu stoben. Und da bin ich in die alle die Tochter gekommen, wir haben eine frisch zu nagen. Und als mein erster Drink Toilette war, als Janne. Also als sie just toll leid war, als sie an mein Lift leid war, der, also, was es mit uns, der, dass ich mit ihm, habe ich glücksfrisch nagelt.
Also das, was wir haben gelesen, was es also leicht mit Toiletten, hat was lang gedauert und dann habe ich ihm jetzt gleich erlebt und dann habe ich zu ihm gesagt, du weißt was, Janne, das fahre ich zurück, wie bin ich das mal gut. Also das bekam ich meine Aura langs und habe da ein. Also was klickst du dir? So muss er tun. Das will er nicht. Das machen die aber auch nicht. Das machen die eigentlich immer so. Mama, bitte. Von Haus aus haben wir nur Deutsch gesprochen. Und wir, das heißt also im Freundeskreis, hatten das Bedürfnis, Dänisch auch zu lernen. Ist sie schon satt? Ja. Irgendwie ist das ja auch merkwürdig. Ich bin hier in diesem ganzen Bereich aufgewachsen und das ist ein Bestandteil einer Kultur. Und ich bin ja auch hier ein Bestandteil der Kultur, bin aber der Friesensprache nicht mächtig. Also oder war es nicht. Im Grunde hat man im Grunde von dem Auftrag, die die Schule zu erfüllen hat, hat sie versagt. Denn sie soll ja die Kultur irgendwie vermitteln. In Fraschenbjerne tun hebe wir noch ein. Und ja, bis ich in Dornschenbjerne tun. Und wir hebe es der tun in Schlenwild. Also, einfach die Atmosphäre mir Gott gefehlt dir. Also, es auch ein Vorteil, denkt mir. Wenn ja, spreche mehr Lieren, das dauert. Ja, können wir die Spreche ganz gut all angehen. Seit Jahren, ja, verlegt oder ganz. In Dornsch steht ich dort, in Frasch steht ich dort, in der Hochschule steht ich dort. Und das ist auch, also ich habe eine große Chance. Also der eben zu wesen, tolerant zu wesen, ich liebe das dort, der fördert wird. Denk mich. Hat das ein Schan? Geht nicht. Ach, du meinst alleine Schöcklinge, Geißenschöcklinge. Ja. Ja, ja. Das wusste ich. Sonja, du siehst von seinem Partner. Bis das friesische Spruch geholt ist, das geht es wieder zu Bern und alle Kräfte, alle direkte und indirekte Vorteile, so man setzt in Gang vor, stötte das friesische Spruch. Dies geht nur noch ui po, nur noch ui at Bern, die zum Lehrsbrot außer Brüde. Wenn das ich es gehe, so dör jetzt Bauer ul. Ein Kott hätt ein Schan. Was ist ein Schan? Ein Schan ist ein leichter Herr auf ja. Tool. Aber hört. Hört. Ja, ist ganz vertraut. Jedes Tier. Nicht. Und zwölf. Gras. Gras. Zwölf Irgendwie. Ist das ein Hamster? Noch no. Silkrotten, Hamster? Oh! Das Bau ist ja auch bare Not, der hängt in die Luft. Die ist tätknüttet til Volksmentalität und Tänkemode. Det giver uns Ausdruck für ganz bestimmte Dinge. Jeg selv er flersproget, und jeg ved, at det er sammen ikke lige meget på hvad sprog, man siger, hvilke ting. Og derfor kan vi jo så gå over til mit eget sprog, dat frasch, wann ich er frasch nok, dann nahm ich einen ganz bestimmten Deal von der Realität rot her in unser Lundschap. Rasch as bünn to jehe Lundschap an auch to jehe Kultur. Tja, was hat das bestimmt? Was hat das bestimmt, dass das abfüllen hast mit Frasch? Ich nahm eine Glückhöhligkeit. Einfach Glückhöhligkeit oder in die Spreche. Dort haben Gorei haben bewusst wurden, als wir haben dort ging, hier ein Fraschlein. Wenn ich von mir Sille wird, was sehe ich halt, dann mir ist das bewusst worden. Ich hätte dort überhaupt gar in mir abnehmen, dass das Frasch unerkommt und was uns verloren ging, dir mal. Dort habe ich erst öfter gemerkt und auch erst öfter, als dort mich, habe ich dort begraben. Was kommt uns verloren, wann ich spreche welches? Der Verwelle gehört über der Ohrenmauer. Und dann der Fehler in den Kopf.
Und dann geht die Fehlinge in Pause. Ja. Dann hier ist natürlich alles schroh. Ne? Und wir haben die, schon wie die Weinkel auf der Nauvase. Und das steht ja auch bei der Fehlinge dort auf schroh. Ne? Hier im Betrieb wird nur Friesisch gesprochen. Wie kommt das? Ja, das kommt, weil wir alle frisch von zu Hause sind. Und wir schnorgen frisch mal nach. Und davor tun wir dort bei Orwe natürlich auch ein aus. Und wenn hier einer neu anfängt oder der Tag kommt, dann schau ich auch mal frisch verstehen und schnorgen können. Dann erst gefällt er bloß eine halbe Mal, wenn wir hier machen oder was beschnorgen machen. Und dort ist ein Sprecher in ganz einem Ort, was wir hier will. Hör wir mal oder angegangen. Und hör wir, was seht ihr. Und da könnt ihr auch was Tasche da Uhr stehen. Das ist ja einordnen, bloß das Uhr, was das heißt. Das ist die Frau gehört, das Mind, das Uhr. Und das ist eben dort, was du so mit die Sprecke seht ihr groß, ein Ötkröge groß. Und dort kannst du einen anderen Sprecher so ein seht ihr. Wir sind Örs, natürlich sind wir Örs. Wir haben einen anderen Sprecher. Ein anderen Orten wirst, was Ötkröge. Wir waren ein so ein Uniform, Kultur hebe, ja, wir waren dort Ötkröge konnte, was wir auch uns Ötkröge wären. Und davor leben wir auch nicht, wir hatten auch neue Grenze zu tun oder was. Wir haben alle eine Grenze gehabt und das haben wir ganz verneint. Mit. Aus welchen ist das vielleicht mehr bewusst morgen? Das weh als die Latteport, wann wir wieder existieren, wann in großer Masse, wird ja mehr von einer Masse drehen. Ne? Hier schall die Enkelte wird hier mehr fordert. Und dort kommt ja auf jeden Fall ein Vorteil worden. Je mehr von ihm verlangt wird, umso besser fand für seine Kultur. Und umso mehr Kräfte wurde auch wiegen an die Menschheit. Das ist ja ein Sündenlebensprozess, ähnlich wie das ein Lattvölker entkommt. Da wurde ja die Wisse vielleicht mehr aktiviert und stabilisiert als Engeltmannchen, auch vielleicht als die Lattvölkskorpus. Das kann wiese, wie hier mal tut das Mosaikbild.